Hallo und herzlich willkommen bei, ihr seht schon wieder, Solo-Knobis. Nach dem Intro sehen wir uns. So Freunde, heute habe ich mal richtig geiles Fleisch. Leute, schaut euch das an hier. Ne? Das ist ein schönes Wildschwein-Oberschenkel-Schmatzerle. Ne? Ja, das knallt ja. So, Leute, ich möchte heute machen, ihr kennt ja Zwiebelfleisch und das möchte ich heute mal mit Wildschweinkeule machen. Ne? Keule wird klein gemacht. Zwiebel habe ich jetzt hier schon mal, das waren jetzt knapp 2 Kilo. Zwiebeln haben wir schon mal eingefroren gehabt, haben wir schon mal letztes Mal schon mal klein geraspelt. Ich habe jetzt hier noch mal ein Netz, auch noch mal ein Kilo, das kommt auch noch mal, wird auch gleich noch mal klein gemacht. Und Zwiebelfleisch kennt ja jeder, kommt ja nicht viel rein. Bei den Knobis kommt ein bisschen mehr rein, wir machen ein bisschen Pilze. Dann kommt schöner Dornfelder rein. Die Frau würde den gerne trinken, aber nein, der kommt ins Essen. Dann habe ich schön noch Würze gefunden, Wildwürze. Mais kommt rein. Dann meine schöne Soße, die ich schon 2 oder 3 Mal verwendet hatte. Bisschen Wasser. Und das machen wir auf 2 Tage Essen. Einmal gibt es morgen. Also das Essen ist jetzt nichts für Leute, die jetzt gleich Hunger haben. Nee. Heute bereite ich das vor, kommt in den Kühlschrank, bleibt über Nacht, wird durchgezogen. Morgen kommt es auf den Grill. Mindestens 6 Stunden will ich es drauf lassen. Das ist richtig schön zart wird, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr kauen braucht. Ne? Fangen wir mal an. Das Fleisch kommt jetzt nämlich runter. Hier sind wir schön Knochen. Ne? Und das muss jetzt runter. Und das machen wir jetzt auch mal. Guckt euch das Fleisch an. Richtig geil, oder? Jetzt wird er noch schön klein geschnippelt. Wir versuchen jetzt so viel Fleisch wie möglich hier von Knochen runter zu kriegen. So Freunde, jetzt habe ich das größte an Fleisch abgeschnitten von so einer Keule. Schön gelenkig das Teil. So, und den Rest, den frieren wir jetzt wieder ein. Das kommt fürs nächste Mal, da machen wir wieder einen schönen Fond raus. So, jetzt kommt die zweite Keule ran. So, Fleisch von Knochen abpitzeln ist schon eine ganz schöne Arbeit. Und der Herr Doktor hat mir erlaubt, ein Bier zu trinken. Wie groß das ist, hat er nicht gesagt. Aber eins darf ich. Prost. Und weiter geht's. So, auch den zweiten habe ich jetzt abgeschnullt. Wird dann gleich eingefroren, bevor es die Katzen kriegen. Ja, liebe Leute, wir haben leider ein paar Katzen, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Ja? Vielleicht kommen die ja auch mal irgendwann in den Topf. Gut, ich habe jetzt eine Lage Zwiebeln schon mal unten drunter gemacht. Das ganze Fleisch kann ich vielleicht schnell noch mal wiegen, wie viel überhaupt wir jetzt an Fleisch haben. Es wird jetzt noch ein bisschen klein geschnitten und dann kommt das alles rein. Alle Gewürze, der Rotwein, wird dann alles drin gemacht und dann kommt das über Nacht in den Kühlschrank und kann richtig schön durchziehen. So, normales Zwiebelfleisch wird ja dann meistens nur 1-2 Stunden in der Marinade eingelegt oder in diese Würzmischung eingelegt und dann kommt es in Grill oder Backofen oder wie das alles so gemacht wird. Ne? Meins kommt ja wirklich über Nacht, kann richtig schön durchziehen. Bin echt mal gespannt. Ich habe noch nie Wildschweine gegessen und mache gleich so ein Gericht. Ne?
Das ist schon Wahnsinn, ne? So, jetzt habe ich das ganze Fleisch hier klein geschnibbelt. So, ein bisschen verteilt. Jetzt machen wir schon mal die nächsten. Meine Frau wieder liebevoll hat die Knobis geholfen und 1 Kilo Zwiebeln geschnitten. Die Kunst der Truppen immer noch. Ich muss ja alles wegwischen, ihre Tränen. So, kommt schon mal rein, ja. Also wie bei Zwiebelfleisch soll man ja so 1:1 reinmachen. Habe jetzt vergessen, das Fleisch zu wiegen. Aber ich denke mal, ich habe hier ein bisschen mehr Zwiebeln als Fleisch. Aber egal. I'm the boss. Wird jedenfalls ein lustiges Wochenende. Früh steht man auf und sucht seine Bettdecke. So, 1 Kilo frische Zwiebeln und über 2 Kilo eingefrorene Zwiebeln habe ich jetzt hier. Da hatten wir letztens ein schönes großes Bund gehabt und da haben wir die schon mal klein gehäckselt und haben die eingefroren, weil sonst die werden ja dann so schnell Matschepampe. So Leute, Grund haben wir jetzt schon drin. Jetzt kommt das ganze Würzerei. Einmal unsere, also die Soße, die ich schon öfters genommen habe, kommt hier mit rein. Wenn ich sie aufkriege. So. Dann Mais haben wir auch noch. Den machen wir aber jetzt noch nicht rein, weil der würde jetzt bei 6 Stunden ist da kein Mais mehr. Der kommt vielleicht eine Stunde zum Schluss rein. So, hier habe ich jetzt die Pilze. Und wir brauchen eh genug Flüssigkeit. Deswegen mache ich gleich mit diesem Pilzwasser. Ich habe hier Ganze genommen. Weil ich mag das so. Ganze Köpfe als diese geschnittenen. Sieht doch geiler aus auf dem Teller drin. Ne? Und Pilz passt ja wunderbar zu Wild. So, da habe ich jetzt hier 4 Dosen mal genommen. Dann kommt schon mal unsere Würzmischung rein hier. Und das wird ja ein riesen Ding, da kann ich schon ordentlich was rein. Jetzt mache ich schon mal ein bisschen Wasser rein. Weil die 2 Flaschen werden ja gar nicht ausreichen. Der Topf ist ganz schön voll, aber soll ja für 2 schöne Abende reichen. Ne? Dann ein bisschen ummengen hier. Ja, liebe Mutti, meine Hände sind gewaschen. So, und jetzt konnte ich gerade noch so vor meiner Frau retten. Frauen trinken unheimlich gerne Wein. Warum? Weiß ich nicht. Krieg ich es ja Mist hier? Das schaffen nur Frauen. Ah, da ist es ja. Und Rindisauce. Am Anfang werde ich es nur eine reinmachen. Und dann morgen werde ich die 2. zuführen, so wie ich Flüssigkeit brauche. Flüssigkeit haben wir schon mal genug. Und die Hände sind kalt, weil die Zwiebeln ja gefroren waren, ne? Hohohoho. Noch ein bisschen Ketchup, Senf eurer Wahl. I'm the boss. Ich glaube, es war meine Frau. Und bei diesem Riesentopf, da muss ein bisschen was, ne? So, und Ketchup kommt auch ordentlich, ne? Natürlich ist er noch zu. Wie soll es auch anders sein? Und nochmal, ne? So, jetzt haben wir alles drin, was wir rein haben wollten. Der Topf ist richtig schön gefüllt. Und das kommt jetzt eigentlich in den Kühlschrank. Für viele, 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 viele Stunden. Und dann morgen früh wird der Herd angeknallt. Und dann kommt das schön drauf für 6 Stunden und kann richtig schön weich werden. Da freuen wir uns drauf. Sehen wir gleich. Moin, Freunde. So, unser Zwiebelwildfleisch war jetzt die ganze Nacht in den Kühlschrank. Konnte schön durchziehen. Jetzt habe ich ungefähr jetzt 1,5 Stunden jetzt schon mal auf dem Herd köcheln lassen. Muss ja durchköcheln erstmal.
So, jetzt gehen wir gleich, geht das ganze Gerät in den Grill. Und da will ich es jetzt ja 6 Stunden lang blubbern lassen, mit Deckel und ohne Deckel, dass halt mal die Feuchtigkeit noch hier ein bisschen sich reduziert. Und ab und zu wird dann immer noch mal mit einem Dornfelder aufgegossen und zum Schluss kommt dann der Mais noch mit rein. Immer mal abschmecken und dann werden wir sehen, wie das dann zum Schluss aussieht. Und wir machen das heute, gibt es bei uns heute mit Spätzle. So, und morgen dann eben mit Klöße und Rotkraut. Ja, soweit erstmal und jetzt schaffen wir das erstmal in den Grill. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Grillkohle schon mal zum Glühen gebracht und werde jetzt immer so alle Stunde mal gucken, wie die Glut aussieht und dann immer ein bisschen nachschütten und dann denke ich mal in 6 Stunden, das funktioniert wie im Ofen, in 6 Stunden gucken wir da mal, wie es ausschaut. Okay. So, Freunde, 6 Stunden wollte ich es machen. 8 Stunden sind sie geworden. Leute, guckt euch das an, ja. Meine Frau hat das Ding angebaut hier. Viel zu tief. Meine Frau ist ein bisschen kleiner als ich. So, und heute, habe ich ja schon gesagt, heute gibt es Spätzle mit diesem geilen Zwiebel-Wildfleisch. Wollen wir mal kurz hier auf Teller hauen, oder? So, Spätzle kennt ihr ja, ne? Wie man Spätzle macht, muss ich euch ja nicht sagen. Meinen Kindern muss ich das vielleicht sagen, dass man da ein bisschen Wasser reinmachen muss und sowas. Telefon. 8 Stunden geköchelt. Zwiebel, Wild, Fleisch. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, sagen die Knobis. Also ich mache hier ein Video und die...